everyone. This is Jenna here. My name is Pietro Biritelli. My name is Peter. My name is Wolfgang Jenewein. Hey, this is Christian speaking. Hallo, hier ist Sven Reinecke. Hallo, hier ist Philipp Scharfenberger. Hi, this is Marcus. Hey guys, this is Emil. Hallo, hier ist Loredana. Hello, this is Salaya. Hallo, hier ist Nadine. Hallo, hier ist Andi. Hi. I'm Luca. Hello, I'm Maida. Zusammen, hier ist Simon. Hallo zusammen, hier ist Raphael. My biggest challenge for this year actually was here to adapt to home office. Dass ich sie alle nicht persönlich sehen konnte. Dass ich plötzlich von heute auf morgen alles auf online umstellen musste. I think it was inspiring students in front of a computer. Via Zoom Unterricht zu gestalten. I'm spending 10 hours a day on Zoom. Endlosen Zoom-Calls zu überleben. Kind of getting into a routine. Die Aufrechterhaltung meiner Work-Life-Balance zu Lockdown-Zeiten. Mein schönstes Erlebnis dieses Jahr war, ob ihr es glaubt oder nicht, unter anderem unser Bootcamp. Mehr Zeit für meine Familie hatte. Dass in meinem näheren Umfeld alle einigermaßen gesund geblieben sind. Reconnecting to nature. Sort of discovering jogging. Ein Sommerurlaub in der Schweiz mit einem Abstecher zum Matterhorn. You were sitting down here and the bell ring at the door here in Zurich and all of a sudden two of your student colleagues were standing there. Yeah, and they had a gift for me. This hoodie. My greatest learning this year, very simple. Everything's possible, everything works. Sometimes, well, one has to be really relaxed and a little bit patient. I think it was to learn that students actually love the computer version. Das Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit bei den Schweizern wirklich deutlich, deutlich größer ist als bei allen anderen europäischen Ländern. Dass rein gar nichts selbstverständlich ist. Immer das Beste aus einer Situation zu machen. Always expect the unexpected. Dass, wenn man zusammenhält und wenn man zusammen im Teamwork arbeitet, dann schafft man auch, durch schwierige Zeiten durchzukommen. Dass Feierabendbier und Dates auch über digitale Kanäle und online relativ gut funktionieren. Preferred marketing concept. Maybe I should not admit this because we're here at the master level. But I still like the 4 P's. Sind die 4 P's? Die 4 P's. Als Fan von Klassikern sind und bleiben die 4 P's da sicherlich ganz weit oben. It's very simple, it's market segmentation. Behavioral branding. Natürlich der aufgabenorientierte Ansatz. Warum? Weil Thorsten Tomczak und ich den vor ungefähr 20 Jahren erfunden haben. Customer centricity. Probably brand activism. Favorite dish this year? It's somewhere down there in the fog. You can see it, but it's the fondue. Fondue. We love fondue. It's Italian food. Lasagne. Selbstgemachte Tagliatelle. It's a good pasta with a tomato sauce. Eine Feta-Kichererbsenpfanne. Ich koche selber viel zu Hause, vor allem Gemüse, manchmal auch Fisch. Like Hässpätzle. Thai Curry. Home-cooked saffron risotto. Das Beste war wirklich ein Hauch zartes, rosa gebratenes Fleisch. Ein Traum. Pizza. Eindeutig Pizza. Ich liebe Pizza. Ich koche ab und zu selber Pizza, aber mehrheitlich bestelle ich es. Und ich glaube, wenn ich mal von St. Gallen wegziehe, müssen einige Lieferservices den Konkurs anmelden. Der Marketing-Community wünsche ich, und zwar uns allen, dass das nächste Jahr uns die Möglichkeit gibt, uns wieder zu begegnen, dass wir aufeinander zukommen können. Nur das Beste und bleibt neugierig. Ganz, ganz viel Motivation und noch mehr Erfolg. Viele Live-Veranstaltungen, um die gemeinsame Zeit besser genießen zu können. To be creative, to be patient. Dass wir eigentlich genauso bleiben, wie wir sind. Einfach eine riesen Fete nach all dem Corona-Scheiß, das wir in diesem Jahr hatten. I hope the MiMM community gets a chance to celebrate the achievements that they had. Die abgesagten Geburtstagsfeiern, Homepartys etc. Nachfeiern können wieder ganz viel Spaß wie früher haben. We get together to meet us in person, to have at least a coffee together or a lecture or even meet somewhere on the campus and having a little talk. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. Enjoy your time and looking forward to seeing you again in the next year, 2021, hopefully in person.